Wofür steht eigentlich das B in Berlin? Richtig, für Bisexualität. Doch wie bisexuell sind die Berliner? Wir fragen nach. Was schätzt ihr denn? Wie viel Prozent der jungen Erwachsenen, also so 18- bis 24-Jährigen in Deutschland, sind bisexuell? Nicht so viele. Ich würde 14, 15 Prozent schätzen. 20 sagen. Also 20 Prozent, glaube ich. So, das Interesse dafür ist, da ist nicht mal so gering, glaube ich. Auch so von der männlichen Seite her. Was würdest du schätzen? Ich glaube, 60 Prozent, 70 würde ich echt schon sagen. Ich finde es krass eigentlich. Ich würde sagen, so um die 65 schon. Vielleicht 2 bis 5 Prozent. Ja, 20. Weil nicht alle geben es zu. Jetzt, wir kommen nicht von Deutschland, aber ich denke, es wird in der heutigen Zeit viel offener auch gesprochen. Also ich weiß nicht von vielen, aber wir sind auch in einem anderen Umfeld und ich 17. Naja, ich würde sagen, jetzt zum Beispiel Homosexuelle sind schon mehr als 10%, deutlich mehr, und dann würde ich sagen, muss es auch mehr Bisexuelle geben. Wenn ich jetzt mal sage, dass homosexuell, weiß nicht, wie viel sind es da? 30? Weiß ich nicht. Wir haben echt keine Ahnung. Okay, dann löse ich das Ganze mal auf. Es sind tatsächlich 39%, also über ein Drittel. Hättest du damit gerechnet? Ja, ein bisschen schon. Halb. Also was zählt das bisexuell genau? Immer mehr junge Menschen haben auch Interesse am eigenen Geschlecht. Das fand eine Umfrage heraus, bei der sich die Leute zwischen ausschließlich heterosexuell bis ausschließlich homosexuell einordnen sollen. Alles, was dazwischen liegt, kann folglich als bisexuell bezeichnet werden. Auch wenn die Menschen sich selbst nicht immer so definieren würden. In der Umfrage waren das 39%. Ja, erstaunlich. Ja. Ah, nee, mit 39% hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Und warum nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute kommunizieren das einfach nicht so. Quasi, dass man davon ausgeht. Ja, also eigentlich ist es schon viel, weil es sind ja fast 40, es sind fast 50, fast die Hälfte. ja, schon. Das ist schon echt viel. Hey, das Ding ist, ich kenne halt wirklich nicht viele. Ich kenne einen in meinem Freundeskreis, das war's, deswegen, man kriegt es auch nicht wirklich mit. Ja, Digga, hätte ich nicht gedacht. Einerseits, ich habe super viele Freunde, die bisexuell sind. Und wir kommen nicht von hier. Ich komme aus dem Land. Also von daher, hier in Berlin ist nochmal was anderes. Und ich bin selber, also ich würde selber die Erfahrung machen wollen, aber ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie bi-neugierig oder bisexuell würdest du dich einschätzen? Super neugierig, ich kann es bloß nicht. Ich hab's, das waren schon ein paar Situationen dabei, aber ich weiß nicht. Ich bin halt hetero, aber ich würde es halt gerne ausprobieren, kann es aber nicht. Weil da irgendwas in mir ist, was sagt, nee, geht nicht. Interesse halber ist schon hoch, ja. So 7, 8. Irgendwie schon mal irgendwelche Erfahrungen in der Richtung gemacht, vielleicht irgendwie? Ich sag mal so, ich hab Typen habe ich auch so schon geküsst. Aber es war halt eher so freundschaftlich, so aus just for fun, ne? So im Alkohol. Nee, hatte ich noch keine Erfahrung so. Oder ausprobiert habe ich es auch noch nicht, nö. Aber Interesse ist da? Also ich weiß, ich stehe auf Männer. Kann man auch Minusbereich machen, so, also so weg von diesem Bereich. Also so, also gar nicht? Nein, sogar nicht gar nicht, sogar mehr als gar nicht. Also gar nicht. Warum gar nicht? So, weil ich auf Frauen stehe und auf keinen anderen. So, also einfach nur auf Frauen. Ich habe auch eine Freundin und ja. Vielleicht zwei? Weiß ich nicht. Und was ist für dich eine 2? Na, dass ich kann mit beiden eigentlich eine Beziehung haben, aber ich stehe halt auf Männer. Das ist halt so. Okay, aber noch nie irgendwie irgendwelche Erfahrungen mit Mädchen gemacht, auch nicht in der Jugend? Nee, hatte ich noch nie. Now, at my point of my sexuality, maybe like 3 or 4, I don't know. That's like an unsure thing, because I'm like still young, so. Eigentlich gar nicht, also 1 oder, ja, 1. Wenn 1 das wenigste ist, dann 1. Wäre bei mir genauso. Okay, aber selber auch irgendwie in der Jugend nicht mehr so Kontakt gehabt irgendwie? Kontakt nicht. Man hat mal schon, also ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber halt ganz schnell gemerkt, so okay, gar nicht meins. 5, Mittelfeld. Also im romantischen Sinne könnte ich es mir nicht vorstellen.
im Sexuellen eher, aber ja, die 5 jetzt eher, weil es eine Neugier ist, aber ich nicht glaube, dass das irgendwie mein Ding wäre. Ehrlich gesagt 0. Leider. Darf ja auch mal sein. Und du? Ich auch gar nicht. Okay. Und sonst auch irgendwie, weiß ich nicht, in der Jugend keine Erfahrung gemacht? Nee. Aber viele Freunde. Also bekommt man schon mit. Aber ich echt 0. Vielleicht 4? Ich weiß doch auch nicht. 4? Okay, also, und bei dir? Ja, auch 4. Aber selbst jetzt noch nicht irgendwie Kontakt zu einem zweiten Geschlecht gehabt? Kontakt, klar, aber jetzt eher so intimeren Kontakt, also küssen oder... Ja, Moll. Ja, doch. Moll. Doch, das hatte ich.